Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD Rohstoff- und Devisenradar am 4. Januar. Ich grüße Sie ganz herzlich. Und ja, aus gegebenem Anlass werden wir direkt heute nochmal Öl unter die Lupe nehmen, das WTI-Öl an dieser Stelle, wobei Brent natürlich hier fast schon spiegelgleich zu sehen ist. US-Dollar Cut natürlich hier auch in der Beschau der Loonie hier bekannt als Rohstoffwährung, die natürlich hier eng mit dem Ölpreis korreliert, negativ korreliert, wohl bemerkt. Ja, wir hatten gestern auf dem JFD-Desktop auch schon eine Analyse gefahren. Hier unser Desktop mit Interaktivität, wie es denn sein muss. Hier kurz nach der Mittagszeit praktisch die Analyse zu Öl und hier der Preisschart, den ich auch eben schon auf dem Schirm hatte und gleich nochmal aufrufe. Öl hier mit einem neuen Mehrjahreshoch, 18-Monats-Hoch, um genau zu sein. Und ja, der Preis erhob sich auch über das Dezemberhoch hier. Das sah grundsätzlich sehr, sehr bullisch aus. Dann jedoch am Nachmittag gab es sozusagen hier die Kerbe. Wir sehen letztlich jetzt hier die Tageskerze von gestern, die sich ja entsprechend deutlich negativ darstellte, vor dem Hintergrund, dass ja gut, es wurde viel gemunkelt, woran es denn liegen könnte. Starke Dollarentwicklung hier am Nachmittag insbesondere, beziehungsweise gute Konjunkturdaten aus den USA und China, dann auch Zweifel, ob hier die ÖPEC-Länder tatsächlich ihre angedeuteten Drosselungen auch entsprechend umsetzen würden. Unsicherheiten also von dieser Seite. Letztlich wurde nach Nachrichten gesucht, die den Ölpreis hier entsprechend stark unter Druck brachten. Technisch hat sich die Situation ein Stück weit eingetrübt, muss man gerade sagen. Aber der Ölpreis gerade mit den heutigen Zugewinnen versucht das ein Stück weit zu relativieren. Und das wollen wir jetzt hier in dieser Sendung auch mal unter die Lupe nehmen. Der Ölpreis letztlich ja hier in diese Zone um 54 Dollar je Barrel vorgedrungen. Das ist ein Bereich, wo wir sehen, da hat er ein Stück weit Schwierigkeiten. Und hatte unlängst mit dem Jahresauftakt und dem neuen Hoch eigentlich hier die Grundlage gelegt, weiter in Richtung 58-60, 61-40 etwa ansteigen zu können. Mit dem gestrigen Rücksetzer könnte man hier von einem Shakeout reden, dass hier der ein oder andere Marktteilnehmer, der bullisch aufgesprungen ist, vielleicht auch abgeschüttelt wurde. Grundsätzlich unterhalb von 53 Dollar je Barrel die Situation nicht ganz so positiv und damit sind wir auch gestern knapp aus dem Handel gegangen. Die große Gretchenfrage, wie geht es jetzt eben weiter? Der Ölpreis kann sich hier jetzt stabilisieren und es ist zwar, ich will sagen, das Porzellan angebrochen, aber hier grundsätzlich immer noch nicht der Fall, dass hier der Ölpreis jetzt signifikant nach unten wegdrehen muss. Die Gefahr besteht meines Erachtens, wenn wir das gestrige Tief unterschreiten, was sich hier relativ klar bei 52,65 Dollar lokalisieren lässt, soll der Ölpreis dieses Tief reißen nach unten. Dann gehe ich davon aus, dass wir auf jeden Fall hier in die Unterstützungszone, der frühere Widerstandsbereich hier um 51,80, das ist ein ganz signifikanter Bereich, schauen Sie sich das an, da wurde hier das Doppeltop vom Juni, Schrägstrich hier Oktober ausgebildet, welches dann wiederum hier insbesondere Ende Oktober zu diesem massiven Abverkauf führte, dann hier zum Jahresende eben der Ausbruch über dieses Niveau. Und ja, dieser Bereich könnte, wenn es denn unter 52,65 geht, auf jeden Fall angelaufen werden, Schrägstrich dann sogar im Zuge eines ja, durchaus zunehmenden Drucks hier auch Preise in Richtung 48 Dollar, 49 Dollar geben. Das kann passieren, oder aber der Ölpreis relativiert die gestrige Schwäche und kommt hier wieder über 54 Dollar nach oben raus. Das dürfte man heute mal abwarten. Wir schauen uns auch jetzt dazu mal den Chart vom MetaTrader an. Sie können bei uns ja WTI Crude und auch Brent Crude handeln. Und hier auch die gestrige Ausverkaufsentwicklung. Hier grundsätzlich jetzt mal der Ölpreis im 30-Minuten-Chart. Wir sehen, über die Asia-Session hinweg hat sich der Markt ein Stück weit stabilisiert. Grundsätzliches Range-Verhalten heute, wenn wir uns hier in diesem Bereich der typischen Range bewegen von rund einem Dollar, dann sollten wir hier knapp an die 54 Dollar ranlaufen können. Schrägstrich können das natürlich auch überbieten. Spannend wird es, wie gesagt, wenn wir dieses Niveau tatsächlich wieder nach oben aufbrechen, Richtung Vorwochenhoch, Vormonatshoch, Vortageshoch ansteigen. Dann wäre es wirklich sichtlich positiv. Hier das Vortagestief bei, wie schon angesprochen, 52,65 Dollar. Wenn wir da runtergehen, dann eher negativ. Das lässt sich zum Crude zumindest jetzt mal so einschätzen, dass man hier definitiv das gestrige Tief im Auge haben sollte. Wenn der Preis sich hier stabilisiert, ist es durchaus möglich, dass wir hier wieder nach oben anziehen und eben hier die grundsätzliche Aufwärtstendenz weiter fortsetzen. Das sei mal an dieser Stelle so definiert. Der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier im großen Kontext. Schauen wir uns das mal auf Wochenbasis an. Hier im Prinzip im Lauf in Richtung 1,39, 25, 1,40. Dies nahm ja auch Gestalt an mit der
jüngsten Stärke vom Ölpreis ging es dann wieder ein Stück weit abwärts beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Also hier auch wieder ein Stück weit Tauziehen. Wir haben auch hier einen Top gebildet. Das sehen wir jetzt mal im Tagesschart genauer. Grundsätzlich auf der Oberseite, wie gesagt, 1,39, 25, 1,40, definitiv ein Thema. Aber hier das Top im Bereich um 1,35, 80. Da jetzt die letzten Tage sehr schwach. Auch hier in der unlängsten Analyse eine mögliche SKS identifiziert. Die können wir direkt mal rausnehmen. Das hat sich mit dem Aufwärtsimpuls hier vom Dezember erledigt. Letztlich damals die Einschätzung, dass es nach unten gehen kann. Auch Fuzzy-Vektorlogik sprach dafür. Oder aber der Ausbruch erfolgt und genau das geschah, dass wir hier in Richtung 1,3580 gelaufen sind. Also das graue Setup-Szenario B hat sich hier umgesetzt, jetzt praktisch sozusagen erledigt. Und wir sehen den Ölpreis eben jetzt hier mit einer gewissen Erholung. Das schwächt den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier jetzt gerade unmittelbar. Und es sieht eben so aus, wenn der Ölpreis hier sich tatsächlich fangen kann, dass der Loonie eben im Prinzip weiter zurücksetzt. Und den blauen Tendenzfall beim Ölpreis habe ich erstmal gelassen. Insofern würde ich auch auf eine weitere Schwäche beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar setzen. Obgleich natürlich der Dollar hier derzeit mit einem mega Rückenwind am Start ist. Das ist natürlich übergeordnet ganz klar der Fall. Das muss man sehen. Aber der kanadische Dollar, insbesondere die Rohstoffeinflussnahme, ist ja auch ein wichtiges Thema. Und zum Dollar werde ich morgen auch nochmal einen Review hier beim Devisenradar machen, Schrägstrich heute Nachmittag beim JFD-Devisenradar-Webinar werden wir uns das vorab schon mal anschauen. Morgen beim Devisenradar der Sendung hier, morgen können Sie sich schon mal auf Gold und Euro-US-Dollar freuen. Das ist definitiv morgen ein Thema in der Sendung. Würde ich dann sozusagen Ihnen schon mal jetzt hier in den Mund legen wollen, dass Sie morgen das Devisenradar auf jeden Fall schauen sollten. Da geht es nämlich dahingehend zur Sache. Letztlich hier eine präferierte Abwärtstendenz muss ich jetzt hier skizzieren, obwohl der US-Dollar weiter vor Stärke trotzt. Ich meine, der Loonie sieht hier technisch angeschlagen aus und dürfte eher den Abwärtsweg, den Abwärtsimpuls einschlagen und hier auch in Richtung 1,33, 1,3150 tendieren können. Auf der Oberseite würde sich das meines Erachtens relativieren, wenn wir hier über das Dezember hochgehen, sozusagen hier über 1,3510 etwa. Dann kann man sagen, okay, dann werden wieder die Levels von 1,3580 angelaufen und dann kann es auch hier in das übergeordnete Bild, wie schon angesprochen, 1,3925, 1,40 gehen. Jetzt aber kurzfristig zwischengeschaltet sehe ich den Loonie, wie er denn in Händlerkreisen bezeichnet wird, das Währungspaar eher schwächer. Ja, und wenn wir das jetzt hier mal auf den Wochenchart adaptieren, dann ist das entsprechend eine Entwicklung, die sich so gestalten dürfte. Also grundsätzlich durchaus weiter aufwärts gerichtet, aber ich würde mal hier unterstellen, aus gegenwärtiger Einschätzung, dass der Markt hier gen Süden driften sollte. Gut, schauen wir uns noch ganz kurz den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar mal im Intraday-Chart an. Da hat sich nämlich auch eine interessante Konstellation ergeben. Die Fuzzy-Vektorlogik deutete heute schon vor dem Rutsch auf ein bärisches Setup hin. Ja, die Häufigkeit mit 63 nicht ganz so, wie ich mir das eigentlich wünsche bei ja, den entsprechenden Fuzzy-Vektorlogik-Pattern, aber mit einer Quote von über 30 ist das immer schon mal hinnehmbar. Und das heutige Tief wird bei 1,3375 gesehen. Leichte Schwäche, der Wochentag selber auch nicht stark beim Loonie. Schauen wir uns gleich mal hier an. Entsprechend mit 48%, da passt das negative Pattern hervorragend ins Bild. Und ja, es deutet sich hier definitiv beim Loonie eine gewisse Schwäche an, die man spielen kann. Das sieht auch hier unter Rainbow-Gesichtspunkten ganz interessant aus. Hier der Loonie im 30-Minuten-Chart, Rainbow klar negativ jetzt aufgefächert, stabilisiert sich jetzt hier gerade am Vorwochentief, vor Tagestief. Hier haben wir das Average True Range Low, Average Daily Range vielmehr. Hier bei 1,3388, Fuzzy-Vektorlogik sieht 75 als tief raus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier weiter nach unten kippen. Die Chance zum Einstieg bot sich hierbei allerdings schon vor dem Wiesenradar mit Ausbruch unter die Asia-Range, hier bei 1,3416 etwa. Da gab es ja dann hier diesen starken Momentum-Abwärtsschub. Und das ist jetzt, wie gesagt, auch ein mögliches Level, wenn der Preis hier zurücklaufen sollte, sich hier möglicherweise Short einzukaufen, um auf weitere Tiefs zu setzen. Der Rainbow, das Momentum, die Fuzzy-Vektorlogik, der Wochentag, das spricht alles für weiter fallende Preise. Insofern ein Setup, was mir hier eigentlich ganz gut gefällt. Gut,
Dann hätten wir es auch heute schon in einer recht ausführlichen Sendung mit eben zwei Betrachtungen der US-Dollar gegen den kanadischen Dollar und dem WTI-Öl. Bleibt spannend, die Woche definitiv, die Auftaktswoche ins neue Jahr hier schon mit schöner Volatilität geprägt. Ich denke, es wird auch im Jahr 2017 so bleiben. Sind wir gespannt? Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh, wie gesagt, mit Gold und Euro-US-Dollar wieder. Ansonsten heute Nachmittag das JFD-Devisenradar-Webinar. Kostenfrei für Sie. Gehen Sie auf unsere Website, schauen Sie nach. Da können wir uns dann hier nochmal austauschen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Ihr Christian Kämmerer, auf bald und tschüss.